Savage. Cool Savage, neuer Song. Letzte, was wir gehört haben, war Brachland tatsächlich. Wow. Brachland, Rapkiller. Wahnsinn. Wahnsinn. Album war heftig. Real Talk, das Album war heftig. Und AMG ist bis jetzt immer noch wirklich ein Song, den ich mir nicht kaputt machen kann. Ne? Den ich mir nicht kaputt machen kann. Also, Cool Savage, taub, stumm und blind. Ja, die drei Affen nachgestellt, ne? Produced von Jumper, OST, Pada, wir sind King? Jeden Donnerstag. Oh, das ist ein, oh, okay, das ist ein Soundtrack. Das ist ein Soundtrack für eine Serie anscheinend. Bald auch auf, ui, okay, cool. Cool. Gibt's eine Serie. Bin ich mal gespannt, was das ist. Okay, dann bin ich mal gespannt. Jumper, make a jump. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Würd nie ein Wort mit ihnen reden. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Höre nicht hin, rede kein Wort. Die Augen sind zu, ich bin taub auf den Ohren. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Es stimmt, sie quatschen ungefragt. Wollen für mich in die Glaskugel schauen. Jeder Song ist so, als würde ich mir eine Statue bauen. Gold und Platin, weil ich mich nicht an euch lu... Boah, ich hab gewartet, ne? Ich hab gewartet, Alter. Also beim Gesang, muss ich sagen, war für mich gerade so ein bisschen befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Bin ich nicht so direkt drin gewesen. Aber als er natürlich eingestiegen ist, Alter, dann ist halt einfach, Alter, S.A. der King. Es ist einfach so. Orientiert. Gestern Hype, morgen weg. Bei euch hat super funktioniert. Nenn es kalt servierte Rache. Immer wenn ich zurückkomme, Rapper, er wirkt wie eine Python. Werf sie direkt in die Mülltonne. Werd die Teil von diesen Eintags. Fliegen sie kriechen im toten Winkel des Seitenspiegels. Verschließ meine Sinne. Hab keine Zeit für das Idiotenpack. Alles, was es dafür braucht, sind ein paar Oropacks. Dicker, sicher dir einen Logenplatz und schau mir zu. Wurde von ihnen totgesagt bei ausverkaufter Tour. Konkurrenten können die Sachen allerhöchstens lip-syncen. Die Hater kommen mit. Ah, warte mal, das ist doch. Ist das nicht die Schauspielerin, die. Nee, doch nicht, verwechselt. Ich dachte, die Freundin von Wazel gespielt hatte bei Dingens. Von ihnen totgesagt bei ausverkaufter Tour. Konkurrenten können die Sachen allerhöchstens lip-syncen. Die Hater kommen mit dem Erfolg, nenn es Mitbringsel. Du machst keine Hitsingle. Auch wenn du's willst, versuch es doch, es haut so nicht hin. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Für mich ist da kein Autotune drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, es wurde mit dem Pitch korrekt vielleicht gearbeitet. Irgendwie Richtung, oder Melodyne, ne? Aber nach Autotune, finde ich, klingt das jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Tatsächlich. Also ich muss sagen, es ist gerade ein sehr entspannter Song. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, was das mit dem Film zu tun hat. Also ich versuche gerade auch irgendwie zu verstehen, um was die Serie oder was es geht. Nee, ich glaube nicht, das ist kein Autotune, nee, weiß nicht. Hört sich nicht danach an für mich, keine Ahnung. Nie ein Wort mit ihm reden. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Höre nicht hin, rede kein Wort. Die Augen sind zu, ich bin taub auf den Ohren. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Mal ein Gemälde aus den Tränen dieser Spinner und häng es auf, betracht es immer zur Erinnerung. Ich feier ihre Misserfolge, taub, stumm und blind, Papiere. Digga, der Text ist schon geil, Alter. Ich hab irgendwie gebraucht, ich weiß nicht. Irgendwie hab ich gebraucht. Ich glaube, ich fühle die Hook auch nicht so ganz. Aber ich, ganz ehrlich, das sind einfach nice Lines, Mann. Gemälde aus den Tränen dieser Spinner und häng es auf, betracht es immer zur Erinnerung. Ich feier ihre Misserfolge, taub, stumm und blind, Papiere, Tipps auf meinen Weg geblockt. Und er führte mich zum Haus am See wie Peter Fox. Oh. Verstehe ihre Worte, doch sie bedeuten nix. Leeres Gefasel, das ist nur irgendein Geräusch für mich. Sie probieren es auf Biegen und brechen sich ihre Beine jedes Mal, wenn sie den Berg hier besteigen wollen. Vom AKG zum AMG. Du bläst dich auf wieder. Boah, ey, also ganz ehrlich, wie er das gerade erzählt, ne? Das ist gerade wirklich, das ist Kunst, Mann. Wie er einfach erzählt, wie er einfach, ne, von unten nach oben kam und sich einfach nur noch über die Leute lustig macht, die ja versucht haben, ihm Steine in den Weg zu legen. Das macht gerade richtig Spaß zuzuhören, weil er sich einfach nur über die lustig macht. Alter, er malt ein Gemälde aus den Tränen seiner Hater und feiert die Misserfolge und weiß ich nicht, was. Also das ist, also das, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was beim ersten Part bei mir los war. Ich bin irgendwie nicht so ganz drin gewesen, aber hier, also hier, der zweite Part, der holt mich komplett ab. So zu 100%. Ich weiß nicht, lag das am Part oder lag das an mir? Ich bin mir gerade unsicher. Ihre Beine jedes Mal, wenn sie den Berg hier besteigen wollen, vom AKG zum AMG.
Du bläst dich auf wie dein Fahrradreifen, doch stehst auf dem Plakat klein wie die AGBs. Mein Haupt erhoben, seit ich von der Hauptschule ging. Unverändert, ließ den Traum mit deiner Soundspur beginnen. Keine Konkurrenz, sie können die Sachen. Boah, ich ließ das alles, Entschuldigung, mit einer Soundspur beginnen. Gänsehaut, Mann. Gänsehaut, genau damit hat es angefangen, Alter. Wie die AGBs mein Haupt erhoben, seit ich von der Hauptschule ging. Unverändert, ließ den Traum mit deiner Soundspur beginnen. Keine Konkurrenz, sie können die Sachen allerhöchstens lip-sync. Die Hater kommen mit dem Erfolg, nenn es Mitbringsel. Du machst keine Hitsingle, auch wenn du's willst. Versuch es doch, es haut so nicht hin. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Würd nie ein Wort mit ihnen reden. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Höre nicht hin, rede kein Wort. Okay, ich habe mich blenden lassen von der Hook. Ich habe mich tatsächlich, glaube ich, irgendwie blenden lassen von der Hook, weil die so sehr ungewohnt, sehr poppig, sehr weich ist irgendwie. Und irgendwie, muss ich sagen, war ich da, ich bin nicht warm geworden damit. Und komischerweise, der zweite Part hat mich so richtig wach gerüttelt. Ich würde gerne den ersten Part nochmal hören gleich. Oh, ich bin taub auf den Ohren, ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Okay, ich muss definitiv den ersten Part nochmal hören, sorry. Das ist absolut mein Fehler gewesen. Ich bin da irgendwie... Hallo? Sag mal. Hör mal auf jetzt, hier mit dem Kram. Mit ihm reden. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Höre nicht hin, rede kein Wort. Die Augen sind zu, ich bin taub auf den Ohren. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Ich stimmt, sie quatschen ungefragt. Wollen für mich in die Glaskugel schauen. Jeder Song ist so, als würde ich mir eine Statue bauen. Gold und Platin, weil ich mich nicht an euch Losern orientiere. Gestern Hype, morgen Pack, bei euch hat super funktioniert. Nenn es kalt servierte Rache, immer wenn ich zurückkomme. Rapper, er wirkt wie eine Python. Werf sie direkt in die Mülltonne, werd die Teil von diesen Eintags. Fliegen sie kriechen im toten Winkel des Seitenspiegels. Verschließ meine Sinne, hab keine Zeit für das Idiotenpack. Alles, was es dafür braucht, sind ein paar Oropacks. Boah, ey, Gänsehaut. Wenn man sich mal auf das Thema einlässt, so komplett, ne? Es geht einfach um Menschen, die dir einfach Steine in den Weg werfen, die nicht an dich glauben, die dich runtermachen, die sagen, ey, du packst eh nicht und alles. Ohne Scheiß, Alter, das ist Gänsehaut. Wieso habe ich das nicht gefühlt direkt, Mann? Das ist echt nice, Alter. Logenplatz, schau mir zu. Wurde von ihnen totgesagt bei ausverkaufter Tour. Konkurrenten können die Sachen allerhöchstens lip-syncen. Die Hater kommen mit dem Erfolg, nenn es Mitbringsel. Du machst keine Hitsingle, auch wenn du's willst. Versuch es doch, es haut so nicht hin. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Okay, ich hab, also meiner Meinung nach, Real Talk, ich hab dem Song definitiv die falsche Chance gegeben. Ich brauchte bis 1,39, habe ich genau geguckt, 1,39. Dann bin ich irgendwie erst warm geworden damit. Und dann habe ich auch verstanden, um was es überhaupt ging. Ich habe irgendwie mich zu sehr am Video orientiert. Dann irgendwie habe ich mich von der sehr soften Hook blenden lassen, sag ich mal. Und irgendwie dachte ich mir so, irgendwie, nee, wenn ich die Hook nicht fühle, Alter, ich, ne? Aber der zweite Part hat mich, ehrlich gesagt, hat mich abgeholt. Und dann, wenn man sich wirklich drauf einlässt, ist das wirklich ein schöner Song wieder mal. Und zu dem Thema, ne, er macht Radio-Hits, er macht Hits und er macht halt einfach, trotzdem kann er auch Battle-Sachen oder kann härtere Songs machen. Ne, das ist einfach, und seit wie lange macht er das? Das ist halt das, was halt Wahnsinn ist, ne? Wie lange er das durchzieht und trotzdem, er ist kein Straßenrapper. Niemand würde sagen, Kool Savas ist Straßenrapper oder Gangster-Rapper. Niemand würde das sagen. Aber trotzdem ist dieser Typ einfach eine Legende, ohne dass er irgendwie so ein Zeugs mitbringen muss. Der Typ weiß einfach, wie es geht und das von Anfang an, Alter. Und das finde ich halt echt Wahnsinn, wirklich. Wenn ich nachdenke, womit habe ich angefangen? So MOR, Justus Jonas Zeiten und so weiter, da habe ich irgendwann dann auch mit Kool Savas angefangen, glaube ich. Boah, das ist auch ewig her, ne?